Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier aus Kannelen im LS22. Ja, ihr glaubt das mir sowieso nicht. Das weiß ich jetzt schon. Das ist eine unfassbare Geschichte. Also was hier in letzter Zeit in Kannelen abgeht, das ist einfach nur heftig. Wenn ihr das unbedingt hören möchtet, dann bleibt jetzt unbedingt dran und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, an alle, die das jetzt unbedingt hören möchten, ich erzähle das mal ganz kurz. Vor uns steht die Polizei. Das ist die Polizei aus der Nachbarstadt, ja, die immer circa so 30 Minuten brauchen, bis sie dann endlich hier in Kannelen eingetroffen sind. Die haben jetzt Ermittlungen aufgenommen, haben ganz, ganz viele Beweise aufgenommen, ermittelt und haben mittlerweile einen krassen, schlimmen Verdacht, dass es hier einen Brandstifter gibt, der besonderen Art. Anscheinend gibt es hier einen Brandstifter, der es auf verschiedene Häuser abgesehen hat. Wenn ihr euch daran erinnert, wenn ihr meinem Kanal schon lange Aufmerksamkeit schenkt und meine Videos verfolgt, dann wisst ihr sicherlich auch, was hier beim letzten Mal passiert ist. Wenn ihr euch daran erinnert, das ist genau richtig, das war ein PKW-Brand in der Nähe der Bäckerei. So, man hat gesehen, dass das Auto da geklaut wurde. Es gab Fußspuren, dass jemand geflüchtet ist vom Ort, vom Geschehen. Ja, und das hat die Polizei jetzt alles aufgenommen. Das Schlimme daran ist, man hat bisher noch keine Person ermitteln können, die zu diesen Fingerabdrücken und Fußabdrücken gehört. So, deshalb ist die Polizei heute mit dabei und das Auto wird jetzt erstmal hier bleiben. Das ist so krank, oder? Es könnte eigentlich alles anders sein. Hätten wir eine eigene Polizei, dann könnte man das irgendwie so intern abklären. Aber dadurch, dass das auch eine andere Region ist, das muss man auch noch sagen dazu, ist das alles noch viel schwieriger. Und die müssen halt jedes Mal hierher fahren und das kostet alles Geld und bla bla bla. Da gab es schon viel Theater. Und jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass wenigstens eine Streife hier vor Ort bleibt. So. Passend zu dieser Geschichte, liebe Freunde, gibt es jetzt unseren nächsten Einsatz. Also haltet euch fest, das wird richtig verrückt. So, ich hoffe einfach mal, wir bekommen jetzt zu dieser Uhrzeit die Fahrzeuge voll, weil ja, man muss schon ein bisschen Glück haben, dass alles funktioniert. Ich hoffe einfach, wir haben jetzt genügend ausreichend Leute für diesen Einsatz, damit wir hier das schnell abwickeln können. So. Denn wer hätte es ahnen können? Einsatzstichwort lautet Brand-PKW mit Gebäudeschaden. Okay. Genau so steht es jetzt hier auf den Einsatzfax. Ich kann mir darunter jetzt nichts weiter vorstellen. Aber ich glaube, das hat alles irgendwie... Ja, das passt alles irgendwie zusammen. Lasst uns überraschen, was das gleich alles wird. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Es wird brutal. So. Zwei Fahrzeuge sind mittlerweile voll. Wir haben sogar jetzt hier Unterstützung der Polizei. Die kommt auch selbstverständlich jetzt gleich mit zum Einsatz. Ich würde vorher aber erstmal gerne das erste Fahrzeug zum Einsatzort fahren, damit wir uns erstmal... ja, ein Bild machen können vom Einsatzgeschehen, was eigentlich passiert ist. Ich erzähle euch gleich alles, warum ich gerade so ein bisschen hier, ja, erschöpft bin, warum ich gerade ganz viele Fragen habe. Wir fahren erstmal zum Einsatzort und dann lasst euch überraschen, Leute. Viel Spaß mit dem neuen Einsatzvideo. Einsatzort Feldweg 1 in Kannelen. So, es gibt leider noch eine schlechte Nachricht. Der Feldweg 1 ist eigentlich
eine ganz normale Straße, die vorne an der Kreuzung anfängt bei der Tankstelle und das zieht sich einmal komplett nach hinten. Wartet mal kurz. Ja, das sieht nach unserem Einsatzort aus. Ja, das ist definitiv unser Einsatzort. Hier müssen wir hin. Ey, das gibt's doch gar nicht. So, wir können sofort das Einsatzstichwort hochsetzen. Wir haben es hier demnach mit einem doch schweren Einsatz zu tun. Ey, es ist furztrocken. Wir haben Wald, wir haben Wiese, wir haben alles Mögliche, was hier richtig schnell Feuer fangen kann. Ich habe keine Worte. Ich wirklich nicht. Was ist hier los? Welche Kreatur macht sowas? Warum zum Teufel? So. Wie gesagt, ich erkläre euch gleich alles. Ihr habt bestimmt auch ganz viele Fragen jetzt, liebe Zuschauer. Aber jetzt ist erstmal wichtiger, wir müssen die Fahrzeuge rüberbringen und dann werde ich euch gleich ein bisschen was dazu erzählen. Das zweite Einsatzfahrzeug ist vor Ort. HALF 20 und HALF 10 sind eingetroffen. Wir rüsten uns natürlich sofort aus. Das könnte richtig schwierig werden. Alter, ich habe so eine Wut, Leute. Ehrlich. Ich weiß gerade nicht, wo ich das. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe einfach so einen miesen, bösen Verdacht, der sich bestimmt gleich noch bestätigen wird. So, ich hoffe, das klappt hier diesmal mit der Absperrung. Hier können wir so aufbauen, das ist schön. Das ist richtig gut, dass es geht. Hier können wir schon mal die Straße absichern, die andere Seite auch noch. Das ist eigentlich bloß so ein Land- und Wiesenweg, wo die Schlepper, die Dröscher langfahren und so weiter. Na gut, anders geht's jetzt leider nicht. Muss man so stehen lassen. So, wir holen das nächste Fahrzeug dazu. Wir brauchen ganz, 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 ganz dringend viel Wasser vor Ort. Ich glaube, wir holen unser großes Tanklöschfahrzeug raus. Das Großtanklöschfahrzeug. Denn, das allergrößte Problem ist jetzt an diesem Einsatzort. Der ist so weit draußen, so weit entfernt von der Feuerwehr und von Kannelin, dass wir da kein Wasser haben. So, und das kann uns schnell zum Verhängnis werden, weil ich meinte ja gerade, das ist ganz, ganz warm hier im Ort. Hier hat es bisher lange nicht mehr geregnet und wir haben da jetzt nicht viel Wasser vor Ort.
Der große Tanker aus Kandelin, ja, ist am Einsatzort eingetroffen. Wir bauen jetzt erstmal alles ganz schnell auf, damit wir hier ganz viel Wasser haben, was wir jetzt definitiv brauchen werden. So, und ich würde zur Sicherheit noch unser kleines... Was war das für ein Move jetzt hier? Ich bin hier gerade hängen geblieben und gestolpert. Alter, was ist denn hier los heute? Ich bin hier gerade einfach mit dem Fuß rein in die Rille und habe die Pylone einfach weggehauen. So. Ja, die Polizei kann jetzt mit dazukommen. Die braucht man definitiv, denn die Vermutung hat sich bisher schon bestätigt. Denn wir haben es hier mit demselben PKW zu tun wie das letzte Mal. Es ist wieder die Tür offen vom PKW. Man hat wieder Fußspuren bisher gesehen. Also, ich glaube, sobald die Polizei hier ist, wird sich das alles hier aufklären. Aber bevor wir die jetzt erstmal holen, würde ich gerne unser TLF mit rausholen, dass wir das so schnell wie möglich da vor Ort haben. Okay. Nein, nein, nein. Ja, jetzt? Doch, 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 es geht. Es geht nicht. Jetzt geht gar nichts mehr. Können wir vergessen. Unser TLF ist, ich glaube, das ist jetzt durch, ich lass das lieber aus. Nicht, dass wir gleich einen kompletten Motorschaden haben, das hört sich nicht gut an. Das darf nicht wahr sein. Das TLF fährt nicht. Es ist anscheinend kaputt. Ich hole die Polizei gleich mit dazu und ich hoffe, das reicht jetzt. Was ist hier los, Leute? Also das ist hier wirklich schlimm. Eine schlechte Nachricht folgt auf die nächste. Ich weiß gar nicht, was los ist. Jetzt geht unser TLF noch kaputt. Wir haben da einen großen Brand, der mittlerweile schon unter Kontrolle ist, aber trotzdem... Das ist heute nicht wahr, oder? Das gibt's doch gar nicht. Wie kann man denn so viel Pech haben an einem Tag und alles hintereinander weg? So, und das ist hier heute ein ganz, 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 ganz seltenes Bild, ja? Ein Polizeiwagen in Kandelen. Wann gibt's denn bitte mal sowas zu sehen hier? Das ist heute das einzigst Positive an diesem ganzen Tag. Ey, es gibt's nicht. Die Polizei ist vor Ort, Leute. Ist das Wahnsinn. Das ist doch ein schlechter Witz, oder? Ja, Polizei ist vor Ort. Wir können jetzt Beweise sichern, alles aufnehmen. Aber ich würde zur Sicherheit jetzt auf jeden Fall noch ein RTW dazu holen. Wir haben hier keine verletzten Leute oder sonst was. Den RTW 1 würde ich gerne mit zur Unterstützung für die Kollegen mit dazu holen. Aus Sicherheitsgründen ist das ganz wichtig, dass wir einen Rettungswagen vor Ort haben. Kann immer wieder passieren, dass die Kollegen von der Feuerwehr oder von der Polizei verletzt werden. Und deshalb braucht man da auf jeden Fall einen Rettungswagen vor Ort. Okay, also wir haben jetzt
alle Rettungskräfte, die wir brauchen vor Ort. Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle. Das ist immerhin auch eine weitere positive Nachricht. Niemand wurde verletzt. Ich glaube, das dauert zu lange, wenn ich jetzt draufhalte. Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen näher ran. Hier sieht man ganz deutlich, das Auto ist da in den Schuppen reingefahren. Ich weiß nicht, was es genau bedeuten soll. Wir wissen bisher wirklich, das hat sich jetzt offiziell bestätigt von der Polizei. Wir haben es hier mit derselben Person zu tun, wie vom letzten Einsatz in Kannelin bei der Bäckerei. Was ist hier los? Will der uns auf Trab halten? Will der jemanden scharen? Was ist seine Mission? Was genau ist hier los? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich bin zutiefst geschockt. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Es hätte wirklich so viel passieren können bisher. Aber dadurch, dass wir immer rechtzeitig am Einsatzort eintreffen, kann man hier immer wirklich das Schlimmste verhindern. Was wird als nächstes passieren? Also das ist wirklich ein Brandanschlag mittlerweile. Also das letzte Mal hätte die Stadt abbrennen können, hätten wir nicht rechtzeitig reagiert, mitten in der Nacht. Jetzt hätte hier alles abbrennen können, es ist alles so trocken. Was wird als nächstes passieren? Ich weiß es nicht. Wenn ihr eine Idee habt, Leute, ja? Ihr wisst ja sicherlich, dass ich so eine kleine Mini-Geschichte daraus machen möchte mit diesen Attentäter, Brandanschläger, was auch immer. Schreibt mir das gerne mal unter dem Video rein in die Kommentare. Ich würde mich verdammt nochmal freuen. Vielleicht habt ihr eine coole Idee, wie es weitergehen kann, was als nächstes passiert, was als nächstes für einen Einsatz kommt. Ich muss dazu sagen, das ist schon echt heftig und ich habe genau jetzt die Idee gefolgt oder genommen, die ein Zuschauer letztes Mal geschrieben hatte. So ungefähr, sage ich mal, ja. Vielleicht ist ja beim nächsten Video dein Vorschlag oder deine Idee mit dabei. Ich würde mich, wie gesagt, richtig freuen, wenn wir diese Geschichte weiter verfolgen können. Wenn wir daraus noch ein paar Folgen machen können. Das wird auf jeden Fall interessant. Und an dieser Stelle sind wir erstmal durch. Wie gesagt, das Feuer lasse ich erstmal brennen. Das würde ja zu lange dauern, bis wir das komplett gelöscht haben. Das lasse ich jetzt nur an fürs Video, weil es einfach so schön aussieht, sage ich mal. Das hat immer was Cooles, gerade zusammen mit der Emergency-Mod. Ja, dann machen wir das so. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Gerne einen Daumen nach oben da lassen und hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut. Bis dann. Haut da rein. Schönen Tag gewünscht und wartet mal, ein bisschen höher, hoch noch. So. Und ciao.